Ja, Leute, einen wunderschönen guten Pre-Release Day zu Coria M21. Und ja, wir machen bzw. wir unboxen das dritte Planeswalker Deck. Diesmal in die Farben Schwarz, Lilianas Planeswalker Deck. Und ja, ich hoffe, euch haben die ersten zwei Videos gefallen und wir machen natürlich genauso weiter wie zuvor. Ja, was haben wir? Wir haben das schwarze Planeswalker Deck mit der Liliana. Hier sehen wir sie schon. Liliana Planeswalker Deck mit dem Artwork, was seitlich wieder geht. Hier ein kleiner Text dazu. Deckbox wieder mit dem Artwork von Liliana. Ein 60 Karten Deck ist drinnen. Ein Booster Pack. Und eine Strategiebeilage plus zwei Referenzkarten und natürlich wieder ein Code, damit dass wir das Ganze auf Magic Arena auch einlösen können. Ja, wir öffnen das schöne Deck. Und ja, diesmal wissen wir ja schon alles, was so abgeht. So, da die Deckbau, Plastik weg. Deswegen, wir holen mal Liliana raus. Ah, die haben wir mal schön gezielt hier hin. Und da haben wir die wunderbare, schöne Deckbox für euer Deck. Da haben wir die zwei Karten plus ein bisschen Lesematerial. Hier ist das 60-Karten-Deck. Und natürlich ein Booster, wo wir am Schluss wieder reinschauen, ob wir mit unserem Booster gleich direkt das Deck verstärken können. Ja, wir schauen uns einmal für die Anfänger natürlich interessante Sachen. Hier haben wir ein bisschen die Regelkarten. Wie sind die Phasen? Was sind die beliebten Formate? Und natürlich ein bisschen beschrieben, wie das Blocken und das Angreifen funktioniert, beziehungsweise der Kampfschaden. Dann haben wir hier ein kleines Materialchen für alle Anfänger zum Durchlesen, eine kleine Geschichte über die Liliana. Und hier haben wir ein bisschen das Deckstrategie erklärt und das schauen wir uns jetzt an. Als Nekromagerin hast du den Vorteil, dass dir nie die Helfer ausgehen. Behandle deine Kreaturen als entbehrliche Ressourcen und sichere dir wertvolle Belohnungen, wenn sie sterben, entweder im Kampf oder durch die eigene Hand, also sacrificen. Du hast etwas verloren, das dir wirklich wichtig ist. Für diesen Fall hast du Karten, die deine wichtigsten Diener aus dem Grab zurückbringen. Ja, wir haben da ein bisschen Reanimator drinnen. Wir haben jede Menge Spells wahrscheinlich drinnen, was uns Kreaturen etc. aus dem Friedhof zurückholen können. Und natürlich Kreaturen, die was natürlich davon profitieren, wenn andere Kreaturen sterben oder sich selber. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Deck an. So, dazu zoome ich ein bisschen wieder näher. So, muss ich mal kurz wieder einstellen. So, dann haben wir das dann mal weg. Und wir beginnen natürlich mit dem Planeswalker zum Deck. Liliana, Magierin des Todes für 4 beliebige 2 schwarze Mana, 4 Loyalitätsmarken, Planeswalker, plus 1, bringe bis zu einer Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf die Hand zurück, minus 3, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, ihre Beherrscher verliert 2 Lebenspunkte, ein Gegner deiner Wahl verliert für jede Kreaturenkarte in seinem Friedhof 2 Lebenspunkte zu. Ja, da merkt man schon relativ, es geht sehr stark um den Graveyard, also quasi um den Friedhof. Und natürlich die Plus-1-Fähigkeit ist natürlich super, da wir eine Kreaturenkarte vom Friedhof auf die Hand zurückbringen können. Sehr stark. So. Käffchen daneben herholen und dann schauen wir mal, was das 60-Karten-Deck hat. Das mache ich mal wieder kurz hinterbei auf, weil da ist ja dieser Arena-Code. Da haben wir ihn schon. Und wir fangen an. Lilianas Bannerträger. Bannerträger für 2 beliebiges, ein schwarzes.
Zombie Ritter 3-1er hat aufblitzen. Wenn Lilianas Bannenträger ins Spiel kommt, ziehe X Karten, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die in diesem Zug unter deiner Kontrolle gestorben sind. Ist natürlich sehr effektiv, die Karten, wenn man natürlich in den Zug relativ viele Kreaturen in den Tod schickt. Um hier natürlich sehr viele Karten zu ziehen. Dann haben wir die dämonische Umarmung. Hoppla. Dämonische Umarmung für ein beliebiges 2 schwarze Mana. Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hält +3/+1 und hat Flugfähigkeit. Und zusätzlich zu ihrem anderen Typ ein Dämon. Du kannst die dämonische Umarmung aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu ihren anderen Kosten 3 Lebenspunkte bezahlst und eine Karte abwirfst. Sehr interessante, wirklich sehr gute Karte. Lilianas Tadel für 3 beliebige, 2 schwarze, eine Hexerei, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Du kannst deine Bibliothek oder deinen Friedhof nach einer Kreatur namens Liliana, Magierin des Todes, durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische sie danach. Ja, die klassische Hexerei, wie in jedem Planeswalker-Deck, was wir bis jetzt angeboxt haben, wo wir unseren Planeswalker suchen können, haben wir ganze zweimal drinnen. Grimmiger Mediziner für ein schwarzes 1-1er Kreatur Zombie. Wenn der Grimmiger Mediziner stirbt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die dein Gegner kontrolliert, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Haben wir einmal drin. Dann der Buschfleischwilderin. Kreatur, Mensch, Soldat. 3 beliebige, ein schwarzes Mana, 2/4er. Für ein beliebiges und Tap opfere eine andere Kreatur. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft der geopferten Kreatur und ziehe eine Karte. Naja, ein Card-Draw-Vorteil ist natürlich immer gut und natürlich Lebenspunkte sagt man natürlich auch nie nein. Grimmiger Mediziner, den haben wir vorher schon gehabt. Robuster Spulkäfer. Für ein beliebiges ein schwarzes 2/2er Kreatur Insekt und für 4 beliebige ein schwarzes bringe den robusten Spulkäfer aus deinem Friedhof auf die Hand zurück. Ja, da sieht man schon relativ, da tut man uns leicht, dass wir Kreaturen gegebenenfalls opfern, weil wir sie in späterer Folge mit ihren Kosten wieder zurückholen können. Lauernder Präzisionsschützin für 3 beliebiges ein schwarzes Mensch Assassin 4/2 aufblitzen. Wenn die lauere Präzisionsschützin ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, der in diesem Zug bereits Schaden zugefügt wird. Das ist relativ super, weil man damit einen kleinen Kreaturen eine große blocken können, ihm sehr wenig Schaden zufügen kann, deine Kreatur stirbt, aber in der Second Main Phase spielen wir dann sie aus und somit stirbt die große Kreatur. Haben wir ganze zweimal drin. Der Blutschlemmer für 4 beliebige, 2 schwarze, 5/5er Kreatur Dämon. Opfere eine Kreatur als zusätzliche Kost, um diesen Zauberspruch zu wirken. Fliegend verursacht Trampelschaden und wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Also zuerst müssen wir eine Kreatur opfern und dann darf der Gegner, wenn man casten, eine Kreatur opfern. Haben wir ganze zweimal drinnen. Maskierter Schwarzgardistin für ein beliebiges, ein schwarzes, 2/1er Kreatur Mensch Räuber aufblitzen und für 2 beliebige, ein schwarzes erhält er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Also den kann man schön selbst buffen mit den dementsprechenden Mana. Haben wir im Playset drinnen. Lilianas Leichensammlerin für 2 beliebige, ein schwarzes Kreatur Menschzauberei 3/2er und zu Beginn jedes Endsegmentes und falls du in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, kannst du eine Loyalitätsmarke auf einen Liliana Planeswalker, den du kontrollierst, legen. Haben wir ganze dreimal drin. Geist der Boshaftigkeit, Kreatur Geist. Für ein beliebiges, ein schwarzes, 2/1er. Und wenn er stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst
ein Lebenspunkt dazu. Dann mal wieder ein bisschen ein Trick. Wenn wir was opfern müssen, haben wir einen ganzen Playset drinnen. So, bei den Ländern gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass es wieder 25 Länder sein werden. Und wir schauen uns hier wieder das besondere Artwork an von den Ländern. Mir gefallen die irrsinnig gut. Also ich würde mir wünschen, wenn die zukünftig immer so ausschauen. Aber okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ja, wer hätte das gedacht? Es sind gleich viele Länder wie in den anderen Sets. Jetzt kommen wir noch zu den Verzauberungen, Spontanhexereien und unerwartete Unterstützung. Für ein beliebiges, ein schwarzes Mana, eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 plus 0 und unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Sehr cool, gerade wenn man vielleicht viel Kreaturen hat, die was vielleicht die gleiche Defense haben als oder die gleichen Stärken wie der Gegner hat, dann kann man natürlich beim Blocken die Kreatur schützen. So, die haben wir natürlich zweimal drinnen. Dann haben wir die Gabe des Alchemisten für ein schwarzes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende des Zuges plus eins und entweder Todesberührung oder Lebensverknüpfung. Ja, kann man sich das aussuchen, kann man ein bisschen spielsituationsmäßig flexibel reagieren. Ist immer sehr gut, wenn man viele Entscheidungsmöglichkeiten hat. Zugriff der Dunkelheit für Doppelschwarz, Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält minus 4 bis zum Ende des Zuges. Ist auch eine sehr gute und starke Limited-Karte. Gerade zum Draft ist immer gut zum Picken. Haben wir sogar dreimal drinnen. Ja, von der Deckstrategie sieht man natürlich, hat uns natürlich der Zettel von Wizard natürlich gut geholfen. Wie man sieht, es geht sehr viel ums Opfern bzw. von Friedhof zurückholen und um Sterben von Kreaturen, um Fähigkeiten um Fähigkeiten zu triggern. Ist ein ganz interessantes Deck. Es gibt aber nicht so viele Karten, die was die Kreaturen wieder zurückholen können. Da haben wir eigentlich großteils, was mir aufgefallen ist, nur die Liliana. Und wenn die Liliana nicht da ist, dann ist vielleicht ein bisschen problematisch. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf das Match und bin echt gespannt, wie sich das Deck beformt gegenüber die anderen zwei, die was wir angeboxt haben. Also quasi Basri mit Weiß und Chandra mit Rot. Und ja, wie bei jedem Planeswalker Deck gucken wir natürlich, ob in unserem Booster auch Karten drinnen sind, um unser Deck gleich zu verstärken. Der Ogre für Rot ist mal schlecht. Der Runenwand Blau. Schwarz, Stinkbolt, ein beliebiges, ein schwarzes, Bolt 1-2er, fliegend. Stinkbolt hat Todesberührung bis zum Ende des Zuges, ein schwarzes. Könnte ganz interessant sein, gerade mit dem Death Touch. Die Schlingenspinne für Grün ist nicht geeignet. Brandstifter auch nicht. Da haben wir Zugriff der Dunkelheit für Doppelschwarz zum Beispiel. Wäre eine Alternative. Haben wir dreimal im Set drinnen. Könnte man vielleicht überlegen, ein viertes Mal aufzustocken. Und dann haben wir hier den Teufel für Rot und das tapfere Ross für Weiß. Kurzschwert, ein beliebiges, ausgerüstete Kreatur erhält plus eins. Rentiert sich da jetzt nicht wirklich, weil wir auf das nicht so fokussiert sind. Der Flutgleiter Blau ist auch nicht passend. Greifenhorst in Weiß auch nicht. Der Geysir mit Rot auch nicht. Ah, und da haben wir den aasfressenden Schlamm für ein beliebiges, ein grünes. Sehr geile Karte. Und ist aber leider mit Grün nicht vertretbar. Gehärtete Veteranin in Foil
Ist leider weiß, hilft auch nichts. Ja, da haben wir einen Sumpf und natürlich die Katze. Die Katze schaut aber irgendwie. Das schaut cool aus. Token. Ja, das Booster war jetzt gegenüber die anderen Planeswalker-Decks eher ein bisschen schlechteres Booster. Wir haben hier zwei Karten, was wir gegebenenfalls unser Deck verändern könnten. Bis auf Zugriff der Dunkelheit, ob man die wirklich viermal spielen möchte, kann man selbst entscheiden. Der Stink-Kobold könnte man durchaus drinnen spielen. So. Ja, wie gesagt, das war jetzt das Planeswalker-Deck von Liliana. Wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn du eine kleine Bewertung da lassen würdest. Und falls du durch das Video neu auf unseren Channel gekommen bist, würden wir uns selbstverständlich auch über ein Abo deiner Seite freuen. Und ja, schreibt fleißig Kommentare, wie ist eure Meinung zu dem Planeswalker Deck, beziehungsweise sogar generell zu die Planeswalker Deck, seid ihr dafür als Anfängerprodukt eher dafür oder eher dagegen? Und ja, in späterer Reihenfolge kommen sowieso noch die Magic Arena Battles, wo wir die Planeswalker Decks untereinander spielen. Ja, in diesem Sinne, haut rein, viel Spaß beim Pre-Release heute und ich wünsche euch jede Menge Eugenes. Haut rein, tschüss, baba.